Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Wir sind hier am Ort des Rituals. Ich möchte irgendwie nicht in das Wasser rein. Obwohl, ich will in das Wasser rein. Okay, hier ist nichts. Schade. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Das wär's. Ich komme wirklich nicht mehr raus. Geil! Ich komme wirklich nicht mehr raus. Wann haben wir gespeichert? Geil. Ich habe schnell gespeichert im ausgebrannten Keller. Geil. Schön. Danke, Spiel. Es war keine gute Idee, in dieses scheiß Wasser zu springen. Aber wir sind ja auch in so einer Horrorhöhle hier. Also Dark Souls Höhle eher. Und da muss ich nicht lang. Ich muss auch nicht mehr hier gucken, was hier war. Wir haben das schon geguckt. Ein bisschen in der letzten Folge. So. Speichern wir nochmal. Ich gehe nicht mehr in das scheiß Wasser. Wollte nur gucken, ob man da tauchen kann, weil das so tief aussah. Da müsste auch das Ritualmesser sein. Perfekt. Da haben wir auch die legendäre Waffe schon. Und hier ist es. Das Zeremoniepult. Nehmen Sie das. Krivbeknif. So, und jetzt kann man sich halt entscheiden, ob man das zu Marcella bringt oder zu... Ach so, sie hat... Ach so, die ist da unten. Ja, da muss ich ja sowieso hin. Ja, perfekt. Ja, jetzt kommen die alle. Alter, diese Waffe macht einen geilen Damage. Vor allem, das ist nicht eine, das ist kein dreistrahliges Lasergewehr, das ist ein siebenfaches Lasergewehr gefühlt. Boah, wie viele? Ich kann es nicht zählen, aber es sind mehr als drei. Also locker fünf auf jeden Fall. Das sieht so geil aus. Das heißt, jeder dieser Laserstrahlen macht 58 Schaden. Das heißt, du bist am Ende in einem Damage von, ja, 250, wenn du, nur wenn du, nur wenn du, alle triffst, mit allen Laserstrahlen natürlich triffst, ne? Also wenn es 5 Strahlen hat, aber es hat auf jeden Fall mehr als 3. Das ist schon so geil, Alter. Alter, die Range ist auch crazy. Alter, das ist meine neue Lieblingswaffe gerade. Geil. Ich will in die Richtung, damit ich erstmal zu diesem, hier da, Parzelle komme. Damit ich da gleich hinreisen kann. Easy peasy. Alter, diese Waffe finde ich jetzt so geil. Nice. Erstmal zu dieser Parzelle. Eine Parzelle. Oh. 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 Schade. Okay, das sieht sehr weird aus. Hey, hier ist nichts. Hier ist nicht mehr? Kann man hier nirgendwo rein? Warte, lokale Karte. Ins Haus? Ne, hier kann man nirgendwo rein, tatsächlich. Schade. Das war einfach nur ein Ort. Okay. Ja, wir wollen da unten hin. Wir geben Marcella das Buch. Dann kriegt man, glaube ich, 500 positives Karma. Und ja, wir sind schon eh ultra mit Karma. Aber hey. Ich gebe ihr das trotzdem. Schon, warte mal. Wie viel Damage machst du am Kopf? One Hit.
Ciao. Ich glaube, es sind fünf. Ich glaube, das ist fünf gesplittet. Und Marcellas Zelt. Warum greifen die mich denn an? Die blöden Pisser. Ich gehe mal in das andere Zelt. Verwaltungszelt. Ah. Stealth Boy, natürlich. Denken an Sim. Schütze dich. Lass dich registrieren. Aha. Und was haben wir noch? Einhaltungsprotokolle. Zack. 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 Und zack. Gut, haben wir alle gesnaggelt. Dann gehen wir wieder raus. So, Schmuggler. Medizinerzelt. Ah, konföderierten. Konföderierten Hütchen. Hier ist sonst nichts. Gehen wir noch in das andere Zelt. Da ist noch ein Boot. Noch ein Medizinerzelt. Mhm. Mhm. Uninterlasting. Oh. Marcella ist getötet worden. Marcellas letzte Worte. Sie griffen mich im Schlaf an. Ich werde sterben. Aber ich bete, dass sie Obadiah das Buch nicht gebracht haben. Sie müssen meine Mission übernehmen. Es gibt einen Weg, das Krivbeck nie zu zerstören. Aber dazu müssen sie eine Pilgerfahrt unternehmen. Hoch in den Norden. Im Heiligen Hain. Oder? Suchen sie einen Ort namens Dunwich. Dort steht ein Obelisk. Auch er ein Werk des Bösen. Er zerstört das Buch, wenn sie es nur dagegen drücken. Möge Gott sie auf ihrem Weg begleiten, mein Kind. Eilen Sie nach Dunwich, mein Herr. Ich bereue meine Sünden von ganzem Herzen. Wo ich Schlechtes getan und Gutes unterlassen habe, habe ich gegen dich gesündigt. Au. Sie war Sergeant Marcella. Oh. Pitt? Ah. Alter. Was ist voll crazy? Wir müssen nach. Wir müssen von Point Lookout weg? Okay. Ja, übrigens ist hier der letzte übrige Ort übrigens. Hier sind noch die letzten für die Hauptmission, glaube ich. Ja, dann müssen wir mal kurz Point Lookout verlassen. Ist ja kein Problem. Man kann das ja. Ja, hallo. Kann ich bitte reisen? Hä? Ich würde gern reisen. Oder muss ich das von hier aus machen? Wait, habe ich Passagierkarten? Plus Schifffahrtkarte 6 Stück, ja. Fahren Sie in Südland der Hauptstadt? Okay, machen wir. So. Dunwich-Gebäude. Kennen wir.
Obelisk. Zum Dunwich-Gebäude, Mödland der Hauptstadt. Ja, wir sind hier. Schule von Springvale? Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Aber hier gibt es irgendwo einen Obelisken. Irgendwo einen Obelisken gibt es hier. Aber wo? Wo ist der Obelisk? Der Peiniger. Ich sagte, hier wäre ein Obelisk. Oder muss ich in das Gebäude reingehen? Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich das hinbringen muss. Ich guck das nach, weil ich habe keinen Plan. Dunwich Building. In Songs to Player Character is a reference to the Dunwich Tower. Ja, okay, ich will nicht wissen, wo das herkommt, sondern ich möchte einfach nur das Black Heart. Dingsbums. Ja, der Obelisk. Wo? Wo ist der Obelisk? In the Virulent Underchamber. Aha. Okay, in der verseuchten Unterkammer. Genau hinter mir. Aber wie komme ich da hin? Da, in diese Kammern. Ach, da ist hier oben der Eingang, ne? Da komme ich nicht hin. Ja, da muss ich erst in die Forsaken Ruins. Wahrscheinlich. Ich komme, glaube ich, nicht hier oben durch. Ich komme nicht in die zweite Etage, oder? Oh. Vielleicht komme ich doch in die zweite Etage. Aber nicht da hinten hin. Alles klar, okay. Dann gehen wir zu den Forsaken Dingern. Vielleicht auch oben lang. Das sieht immer noch aus wie eine Geheimkammer, ne? Okay, wo komme ich in diese scheiß Forsaken Ruins? Ah, hier. Remember. Da. So, und jetzt müssen wir in diese verseuchte Unterkammer. Die befindet sich natürlich da hinten. Gegner dürften hier keine sein, weil wir haben das schon mit Forks geklärt. Hier geht's nach oben. Wir haben ja alles geklärt in. Also. Wir haben 95% auf jeden Fall geklärt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was wir verpasst haben, aber ist auch nicht egal. Ist auch nicht schlimm. Also, ich brauche es nicht, ist egal. Ich habe das Spiel so weit genossen.
Weil das Problem ist, du kannst die Spiel an... Ach, die Spiel. Du kannst die Lust an diesem Spiel so schlagartig schnell verlieren, dass du absolut keinen Bock mehr hast auf dieses Spiel. Das ist zum Glück mir nicht passiert. Auch wenn ich manchmal so einen Moment hatte, Alter, ich habe keinen Bock mehr. Aber das kommt sowieso bei jedem Spiel auf, aber ich bin froh, dass ich das noch damit durchgehalten habe. So, Forsaken. Hier hat der gesagt, irgendwo gibt es einen scheiß Dingsbums. Aber wo? Ein Obelisken. Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Hier ist er auch nicht. Ein Obelisken. Da, du! Nee. Schade. Da ist eine Tür. Ich gehe erstmal hier weiter. Nee. Dann muss ich da unten lang. Ah, vielleicht konnten wir damals gar nicht da unten lang. Oder ich habe diese Tür übersehen. Hier. Ja, die habe ich übersehen. Die war aber auch gut versteckt. Unter der Treppe da. Ich habe Karma bekommen. Jamie! Wow! Alter! Also diese Sounds dabei. Das ist ja voll das Horror-Ding hier. Aber okay, das ist ja auch ein Horror angelegt tatsächlich. Aus diesem Buch von diesem H.P. Lovecraft, oder wie der heißt. Alter! Das sieht voll crazy aus. Rückensatzkrieg. Sie haben Karma dazu bekommen. Schon die Nähe zu diesem Obelisken jagt ihnen Angst ein. Alter. Alter, ist das scary, Alter. Ist scary. Aber irgendwie geil. Holy shit. Das hätte ich ja niemals erwartet, dass diese Quest so geil ist. Ich hasse es zwar, wenn man aus dem DLC muss, um eine Quest zu erledigen, aber das hat sich ja mega gelohnt. Und du wirst ja nicht geforst, hier hinzugehen. Du kannst aber einfach sagen, okay, der will es zurückhaben. Ja, es tut mir leid für den Opa, aber hey, ich habe keinen Bock auf dieses Kribbe-Ding da. Kritschakachukata. Wie auch immer das heißt. Wir müssen dahin. Hier lang. Nicht hier lang. Aber hier lang. Da. Hier ist der Ausgang. So. Alter, war das crazy. So. Plus eine Schiffanlegestelle-Dings.
Dann machen wir noch gerade was. Und zwar, wir haben ja theoretisch... diese Waffen noch. Die können wir schon mal einlagern gehen. Dann habe ich die schon mal. Und die legendären Waffen können wir auch einlagern gehen. Das ist halt das Geile an diesem DLC. Du kannst halt wirklich hin und her und hin und her. Also, Alter, schon wieder. Wir haben die schon erledigt, diese Kirsche. So, legendäre Waffen. Erstmal ablagern. Axt, Biogaskanister, kann alles hier bleiben. Das hier... das ist übrigens eine Jagdfinde, die ist auch geil. Mit 10 Schuss tatsächlich. Hm, nice. Ritualmesser, Schaufel, Spielzeugmesser, Unterhebel, bla 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 bla. Krypto, chromatische, bla. Das bla 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 bla. Hab verstanden, ne? Die Schifffahrtskarten brauche ich natürlich noch. Cool. Sind wir einfach mal nach Hause gegangen, ne? Ja, ich muss nicht zum Dunwich-Gebäude. Ich mach mal entfernen. So. Plus Schiff, 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 Schiff. Alter, das war echt crazy gut. Mehr crazy, aber auch gut. Schön, dass du nie was sagst. Ach so, ich kann nicht bei dem. Stimmt, ich muss das immer hier machen, ne? So. Das hat sich echt gelohnt. So, ich speichere auch mal. So, und wir haben nicht mehr viel, aber wir haben gar nichts mehr. Okay, wir müssen nur noch hier, Dove Delta. Und dann haben wir, ja... hier fehlen noch 4 Orte. Ja, und danach sind wir durch. Geil. Ich will das heute noch durchkriegen, das Spiel. Das Spiel komplett einfach. Auch wenn es noch ein bisschen dauert und es ist schon ein bisschen spät, aber ich will das heute noch durchkriegen. Das wäre echt geil. Da hinten sind wieder komische... das hier ist Dove Delta? Kann man hier irgendwo rein oder ist das einfach nichts? Ist das einfach Wasteland? Irgendwie... sie brauchen eine Schaufel, um hier zu graben zu können. Oh. Okay, hier sind überall so eine... hast du eine Schaufel? Du hast eine Axt. Dove Delta. Okay, und was ist das jetzt hier? Das ist nur zum Graben einfach. Hm. Hm. Ja. Dann wird hier vielleicht ein Secret sein. Pier. Ich geh mal gucken, ob der eine Schaufel hat. Dann lassen Sie mich mal sehen, was Sie anzubieten haben. Du hast gar nichts, was ich brauche, außer Stimpaks, aber das ist egal. Dafür gibt es ja das Warenhaus. Hallo, red mit mir. Hallo. Oh, Mann. Es freut mich sehr. Was möchten Sie denn kaufen? Eine Schaufel. Dove Delta. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Okay. Ich hoffe mal, dass hier einfach ein Eingang ist. Tatsächlich. Aha. Es passiert nichts.
Okay, das ist einfach nur Loot. In diese Richtung können sie nicht weiter? Was? Ah, ich kann weiter anschalten. Bitte drehen Sie um. Tja, schade, ne? Das gibt es in Fallout New Vegas übrigens auch, aber in Fallout New Vegas muss man damit Gräber ausheben. Mit der Schaufel. Hier in Fallout 3 muss man das nicht. Lol. Hallo? Ah, du stehst wieder auf. Ja, sehr gut. Ich speichere mal. Das ist mir irgendwie alles ein bisschen zu komisch. Und was bringt mir das? Kann ich hier irgendwas Legendäres finden? Oder ist das einfach nur ein Schatzsucherspiel? Das ist einfach nur ein Schatzsucherspiel. Ja, ganz ehrlich. Lohnt sich nicht. Also ich gehe mal aus der Reichweite der Feinde. Dann kann ich nämlich schnell reisen. Langweilig. Ich dachte, das wäre ein Stützpunkt oder sowas. Okay, wir haben diesen ganzen Bereich abgeschlossen. Wir können jetzt zur Arkendorf Cathedral. Auf zu Candys Höhle. Hier haben wir nämlich die Cathedral schon. Die Kathedrale. Die Kathedrale. So. Gucken wir, was uns hier erwartet. Mit unserer geilen Armor hier. So, speichern. Wer steht da vor der Schwelle zur Transzendenz? Was ist denn das? Ein demütiger Reisender, der um die Führung unseres erweckten Geistes ersucht. Dies ist wahrlich ein glorreicher Tag. Cool. Du kommst aus weiter Ferne und musst stark sein, da du so weit gereist bist. Doch Stärke ist ohne Führung eines erleuchteten Geistes nichts wert. Wenn du uns beitreten willst, musst du dazu bereit sein, dein Bewusstsein zu erweitern. Du musst dich der Transzendenz für würdig erweisen. Vielleicht bist du angesichts des Ritual der Mutter Samen nicht mehr so tapfer. Stärkere als du haben es probiert und dann den Verstand verloren. Mach dich auf, gen Westen zum großen Moor. Dort steht die Mutter aller Punga-Früchte, die alle Menschen überragt und uns unsere Zukunft weist. Sammle ihren Samen auf und verneige dich vor ihrer Weisheit. Erst dann bist du würdig, diese heiligen Hallen zu betreten. Okay, ich weiß, wo ich hin muss, zum heiligen Moor, oder? Ja. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein und tschüss. Außerdem sieht das hier übelst geil aus gerade. Nice. Tschüss.